Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video und heute gibt's mal wieder ein Server-Update, denn wir spielen auf diesem Server jetzt seit genau 6 Monaten und ich dachte, es wäre mal wieder Zeit für ein Update. Wurde ja auch schon angefragt in den Kommentaren und deswegen dachte ich, kann man mal wieder ein Update machen, auf jeden Fall. Nach 6 Monaten, nach einem halben Jahr auf diesem Server und ihr seht schon, es hat sich einiges getan, vielleicht erkennt ihr hier einige Gebäude, vielleicht auch nicht. Ich habe schon mal 2 Videos darüber gemacht, nach einem Monat und nach 3 Monaten, glaube ich. Sind auf jeden Fall verlinkt, aber in diesem Video werde ich euch nochmal alles zeigen, die komplette Welt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich bin hier auf einem Turm, ja, und der Turm ist in einem... Ja, geht schon gut los, ne? Der Turm ist in einem Dorf und das Dorf ist so ungefähr das erste, was ich gebaut habe. Also hier, kleiner Spoiler, das ist das Starterhaus. Und nachdem ich das gebaut habe, habe ich dann eigentlich dieses Haus gebaut, weil eigentlich sollte ich ein größeres Haus für mich und meine Freunde bauen. Allerdings war ich da irgendwie, habe ich mich davor gedrückt und habe dann erstmal dieses Dorf hier gebaut. Und das werde ich euch jetzt erstmal ein bisschen zeigen. Das ganze Dorf ist erstmal eingezäunt und zwar haben wir hier so eine Mauer drumherum. Und eigentlich war das hier mal ein Wald und das hier ist übrigens noch ein originaler Baum. Hier wollte ich eigentlich so das Dorfzentrum hinmachen zu diesem großen Baum hier. Und dann habe ich halt alle anderen Bäume abgeholzt und wobei außer den, der stand hier auch schon am Anfang. Dann habe ich alle anderen abgeholzt und habe dann hier halt dieses Dorf gegründet. Und erstmal umzäunt nämlich, weil ich wollte eigentlich, dass hier keine Zombies reinkommen und keine Pillager und keine Raids und so weiter. Und hier sollte es nämlich richtige Villager geben und so weiter, das war so der Plan. Und dann, wie gesagt, hier ist komplett alles eingezäunt, alles sicher. Und ich wollte halt so innerhalb von diesen Mauern quasi so alles Mögliche haben, was man halt so braucht für so ein Dorf. Also wir haben ja zum einen dieses Wohngebiet quasi, was auch so ein bisschen höher ist. Ist ziemlich nice und dann so dicht an dicht die Häuser und dann so mit kleinen... Mit so kleinen Gassen dazwischen, das fand ich richtig cool. Und dann halt auch diesem Ausguckturm da. Und dann wollte ich halt jedem Haus so eine Bedeutung geben. Zum Beispiel das Haus hier sollte so ein Schmiedhaus werden, wo dann halt der Schmied wohnt zum Beispiel irgendwie. Und hier sollte dann der Lehrer wohnen und so, keine Ahnung. Oder der Priester oder sowas. Und da oben ist tatsächlich noch einer, der da rumhüpft. Und der Typ, Alter, der ist übel die Maschine. Der steht da schon. Also ich habe hier in der Nähe einen Villager Breeder gebaut. Und die dann unterirdisch quasi durch diesen Tunnel hierher gebracht und dann sollten die hier rumlaufen. Allerdings sind die dann immer aus den Mauern rausgelaufen und gestorben, die Villager, außer 2 Stück. Und einer davon war dieser hier. Und seit Anfang an steht er da oben und will einfach irgendwie aus dem Fenster raus. Und ich habe keinen Plan, was es da Cooles gibt irgendwie, ob die Blumen so nice sind oder so. Aber der steht da und hüpft einfach den ganzen Tag lang. Das ist so genial. Und auch zum Beispiel in dem Halloween-Skins-Video, da stand ich ja hier, als der Frankenstein-Skin vorgestellt wurde quasi. Und hat man den auch hüpfen gesehen, einfach. So als kleines Easter Egg habe ich das eingebaut. Nee, auf jeden Fall, der Typ braucht eigentlich einen Namen. Also wenn ihr eine Namensidee habt, dann immer her damit. So. Nee, auf jeden Fall sind dann hier so die Wohnhäuser, hier noch eine kleine Taverne. Und ja, ansonsten hat halt lange gedauert, die zu bauen, aber so ausgebaut, sage ich mal, oder eingerichtet vielmehr, sind die alle noch nicht so richtig. Da bin ich irgendwie, weiß nicht, zu unkreativ gerade für. Oder ich mache halt lieber andere Sachen, sagen wir so. Was es hier aber noch gibt, ist erstmal ein kleiner Marktplatz hier mit so kleinen Marktständen. Einen coolen Brunnen natürlich, dann hier, wie gesagt, die Bäume. Und dann haben wir hier nochmal so ein kleines Wachhaus. Und zwar kann man von hier aus so nach außen gucken. Hier nämlich ist das Tor quasi neben und da muss man sich hier so anmelden. Pförtner oder sowas quasi. Ist so die Idee. Und dann haben wir hier natürlich auch noch Schweine. Und da haben wir den zweiten Typen, der sich da gerade in der Ecke versteckt, weil er sich so schämt. Weil der Typ ist nämlich hier irgendwann mal reingefallen und halt nicht wieder rausgekommen. Und das hat ihm im Endeffekt den Arsch gerettet, weil die meisten anderen sind halt einfach hier dann durch die Türen rausgelaufen. Und damals hatte ich hier noch keine Trapdoors, das bedeutet, die sind einfach so rausgegangen und wurden halt von Zombies gefressen. Deswegen sind hier jetzt Trapdoors, damit die halt hier nicht mehr raus können. Ja, aber irgendwie sein Glück gewesen hier bei den Schweinen, ne? Auch wenn ihr für den Namen habt, auch immer her damit. So, wir haben dann hier noch ein paar Tierchen, ein paar Pferde und einen Esel, glaube ich, oder 2 Esel. Ne, Esel, okay, schade. Dann ist hier noch so Heu und Hühner sind hier und dann ist hier so ein Feld. Mit allem drum und dran, dann haben wir hier auch noch so einen coolen See und so weiter. Ist eigentlich alles ganz nice hier drin, ne? Und vor allem halt auch sicher. Also theoretisch, ich habe hier schon ein paar Raids gehabt und die sind halt hier nicht reingekommen. Hier vorne haben wir dann nochmal ein Tor. Da gibt es auch so einen kleinen Weg hier nach oben, dass man hier oben nochmal gucken kann. Ja, da vorne haben wir jetzt einen großen See. Der ist, glaube ich, auch neu. Und ja, hier muss das natürlich noch ein bisschen hübscher gemacht werden alles. Und ein paar Bäume und sowas wieder hin. Aber das mache ich irgendwann schon noch. Und hier sind auch nochmal ein paar Hühner. Da schnappe ich mal kurz die Eier, so zack. Super. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Weil das Dorf ist ja, wie gesagt, eigentlich, also man kann eigentlich nur die Gebäude von außen sich angucken, weil innen drin nicht so viel ist. Deswegen haben wir hier so das meiste schon gesehen. Hier haben wir dann wieder einen Weg, der da unten zu dem kleinen Hafengebäude führt, also der Hafen von dem Dorf hier quasi. Hier natürlich auch alles dekoriert. Ich hatte hier mal den ganzen Wald abgeholzt und jetzt wieder aufgeforstet quasi, weil ich wollte halt so einen Mischwald haben, so mit Fichte, Birke und hier Eiche halt.
Und normalerweise sind hier halt nur Birke und Eiche gewesen. Das fand ich ein bisschen blöd, weil Fichte wollte ich auch dazwischen haben. Und jetzt ist das soweit eigentlich ganz cool. Dann habe ich hier noch so ein paar Büsche überall hingestellt und ein paar Lichtquellen hier versteckt unter Teppich oder unter so Falltüren. Dann hin und wieder noch ein kleiner Teich und so mit einem kleinen Bach, der dann zu dem See läuft zum Beispiel. Ist eigentlich ganz nice geworden, auch hier der Weg. Eigentlich ganz cool. Hier haben wir dann den Hafen quasi, sag ich mal. Oder vielmehr so den, ja, weiß nicht, die Anlegefläche hier für die kleinen Boote und so weiter. Und dann hier halt so ein kleinen, so ein kleines Warenhaus, wo dann später irgendwelche Waren gelagert werden sollen. Ja, hier gibt's aber noch nicht so viel zu sehen. So, und dann gibt's hier also diese Kräne außen, die dann hier irgendwie das, die Fracht von den Schiffen quasi aufnehmen oder sowas. Ist eigentlich auch ganz cool geworden und ja, passt halt, weil wir haben uns ja so um den See rum angesiedelt quasi. Und da ist sowas natürlich ganz gut, dass man hier so die Verbindungspunkte mit so kleinen Stegen hat. Gefällt mir. So, wir haben dann hier eine kleine Brücke, die geht über diesen kleinen Bach, der von dem kleinen See kommt. Alles ziemlich klein hier. Und dann haben wir hier einen Weg, der nicht so besonders spannend ist. Also wir haben hier immer Bäume, aber so mehr gibt's hier nicht. Später soll es hier nur noch ein Zelt geben und so ein Lagerfeuer und sowas vielleicht und Büsche natürlich. Ja, aber später halt erst, noch nicht jetzt. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich spiele auch aktuell gerade gar nicht so viel auf dem Server hier. Das ist immer mal mehr, mal weniger und wir sind ja auch zu dritt auf dem Server hier übrigens. Also bedeutet, ich und meine Freundin spielen hier und theoretisch noch ein anderer Typ. Der hat aber seit dem ersten Monat irgendwie nicht weitergespielt und sein Haus hat sich auch nicht geändert seit dem ersten Video. Naja, aber, ne, manchmal spielt er dann doch noch und keine Ahnung. Aber insgesamt, theoretisch sind drei Leute hier auf der Whitelist, also können hier drei Leute spielen. Und ja, wir haben jetzt Wegweiser. Einmal geht's hier nach links zu dem Village, das heißt übrigens Villagen, ja, geiler Name, oder? Finde ich auch. So, dann geht's hier lang zu unserer, zu unserem Anwesen, ja, zu Eriks und Lydias Anwesen, krass. Und hier geht's zur Schäferhütte und da gehen wir als nächstes hin. Diese Hütte könnte euch bekannt vorkommen und das nicht nur, weil ich da schon mal in der Server-Tour quasi drauf hingewiesen habe, sondern ich habe auch ein Tutorial dazu gemacht. Und zwar ist das das Starterhaus-Tutorial, falls ihr das nachbauen wollt hier. Ja, ich wollte halt im Endeffekt es so machen, dass halt jedes Gebäude hier irgendwie schon einen Sinn hat tatsächlich, also wirklich einfach nicht nur einfach dasteht, weil es irgendwie, keine Ahnung, Dekoration ist oder sowas, sondern es soll halt einen Grund geben. Und hier sind halt die Schafe der Grund, weil hier halt tatsächlich Schafe sind und hier kriege ich meine Wolle her. Und dementsprechend muss es natürlich hier auch einen Schäfer geben, mit Schäferhunden, mit allem drum und dran. Und Einrichtung ist hier natürlich auch wieder on fleek, ne? Man kennt ihn, gucken wir uns gar nicht lieber an, oder lieber gar nicht an. Sondern wir laufen jetzt mal hier am, Dingshaus hier, wie heißt das nochmal, am Schäferhaus, nicht am Fischerhaus, am Schäferhaus vorbei. Und auf dem Weg werde ich jetzt nochmal kurz husten und das hoffentlich rausschneiden, weil ich bin immer noch ein bisschen krank und so lange Aufnahmen, die sind immer ein bisschen sehr belastend für meinen Hals, deswegen hoffe ich, ihr seid damit okay, dass ich hin und wieder mal vielleicht huste oder sowas. Aber jetzt habe ich so viel geredet, ich kann gar nicht mehr husten, das ist ja optimal. Vielleicht muss ich einfach nur weiter labern. Ja, hier haben wir so eine kleine, so ein kleines Luxusgebiet, weil das wäre so ein Ferienort, Wellness-Zeug, Dingsbums und sowas. Was natürlich thematisch irgendwie zu diesem Mittelalter-Zeug, was ich gebaut habe, nicht so richtig passt. Und deswegen gibt es hier auch keinen Weg hin, keine Straße quasi, sondern es soll hier später eine U-Bahn hergeben. Und die Station ist quasi hier unten. Hier gibt es dann so halt die U-Bahn-Strecke, die kommt dann hier raus und ja, dann fährt man hier halt her. Weil wie gesagt, so eine Straße hier würde ich komisch finden. Und deswegen habe ich hier auch so viele Bäume dazwischen gemacht, einfach damit das so quasi eine Grenze gibt. So, gedanklich zumindest. Ne? Theoretisch kann man ja einfach rüberlaufen, haben wir auch gemacht, aber so die, ne, dass man es nicht unbedingt sieht, wenn man da langläuft, das würde ich doof finden. Und hier soll halt alles mögliche hin, was man sich so vorstellen kann. Wir haben hier einen Tennisplatz, zu dem gibt es auch schon ein Tutorial. Hier vorne sollen dann später auch Bäume hin und die Fackeln sollen verschwinden und so weiter, versteckt sein und so. Hier vorne soll ein Wasserbecken hin mit so Karpfen, so Keulkarpfen-mäßig, das würde auch ganz cool aussehen. Hier soll dann auch noch irgendwie eine Figur vielleicht hin oder ein cooler großer Baum oder sowas. Und dann haben wir hier natürlich einen riesigen Pool, der auch richtig nice ist. Und da sollen dann später so Sprungtürme hin und so, dass man da halt reinspringen kann. Und hier vorne soll so ein Becken sein, in dem man ganz tief nach unten tauchen kann. Finde ich auch mal ganz nice. Und hier vorne, wo wir jetzt hingehen, hier soll später dann ein großes Haus hin. So strandhausmäßig, wo es dann so, weiß nicht, so Sauna, also so Sachen gibt, die man halt nicht unbedingt in seinem Haus hat. So saunamäßig und Disco und eine Bar und sowas. Was mehr so die, keine Ahnung, die Rich Kids haben so in ihrem Haus, aber was man nicht so in seinem normalen Minecraft-Haushalt hat. Soll halt alles hier hin und da soll es dann auch so ein paar Minigames geben, so ein Tic-Tac-Toe und sowas. Ja, stelle ich mir ganz cool vor. Aber wie gesagt, halt getrennt von allem anderen, deswegen gibt es hier auch keinen Weg hin. Und hier, diese ganzen Berge sind alle künstlich, auch der ganze Wald hier ist wieder künstlich angelegt. Und hier sollen natürlich auch noch Büsche rein und sowas und noch ein bisschen ausgeleuchtet werden, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil das halt super viel Arbeit ist und ich
Denn wenn ich mal Minecraft spiele, dann spiele ich lieber hier ein bisschen, baue ich ein paar andere Sachen halt einfach. So, hüpfen mal hier lang, dann kann ich euch das vielleicht nochmal von oben hier zeigen, so das Gebiet. So, da hinter den Bäumen, hinter den 7 Bäumen, ne? Ihr wisst schon, da sind dann die 7 Zwerge, nein, Spaß, da sind dann die, ist das Luxusresort, was auch immer. So, dann gehen wir jetzt Richtung Anwesen, und zwar gehen wir dafür diesen Weg hier entlang. Und dann über diese Treppe rüber, denn theoretisch ist das Anwesen auf einer Insel und komplett von Wasser umgeben. Nur mal so als Nebenfakt hier. Natürlich auch alles künstlich. Also dieser Bach hier ist natürlich komplett selbst gebaut wieder, den gab es hier gar nicht. Auch diesen See hier, das war eigentlich nur mal ein Tal quasi, einfach komplett geflutet. Sieht aber ziemlich nice aus dafür, finde ich. Also, wobei der See muss natürlich noch ausgebaut werden. Hier muss natürlich noch Sand hin und Pflanzen und was auch immer. Ne? Man kennt das ja, mein Teichbauen-Tutorial zum Beispiel. Kann ich mal empfehlen an der Stelle. Das wird hier alles auch noch hinkommen mit mehr Blöcken und mit Pflanzen und bla bla bla. Aber wie gesagt, sehr viel Arbeit dauert halt einfach, weil hier nicht so viele Leute drauf spielen. Wenn man 20 Leute hätte, die jeden Tag 10 Stunden spielen, kann man das natürlich locker machen, aber haben wir ja nicht, aber ist auch schön so. Naja, wir haben denn hier, wenn man den Weg weitergeht, auf der linken Seite erstmal ein kleines Gehege mit ein paar Skelettpferden, die wir hier tatsächlich zum Glück oft gehabt haben in der ersten Zeit. Auch wieder super lange nicht, aber naja, wir hatten halt Glück am Anfang. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Skelettpferde gehabt, tatsächlich auf dem Server. Ja, Schwein gehabt, ne? Oder Skelettpferd vielmehr. Skelettpferd gehabt, ja, weil. Hier sind noch viel mehr. In dem Stall hier. Jeweils 2 pro Box, eigentlich ziemlich nice. Es haben natürlich auch sehr viele einfach nicht überlebt, weil es ziemlich schwierig ist, die dann einzufangen, wenn die Skelette sich da gegenseitig abschießen und auf die Pferde schießen und so, das ist total dumm. Aber die wir haben, haben wir hier jetzt halt in dem Stall quasi. Der oben übrigens auch immer noch nicht eingerichtet ist. Aber hier unten immerhin schon, das sieht ja ganz nice aus. So, das hier ist unser Anwesen. Von den Formen her würde ich eher sagen, das ist ein modernes Haus, aber es ist halt aus Holz, also weiß ich nicht so genau. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal einen großen Garten drumherum. Den zeige ich euch auch erstmal aus dieser Perspektive. Wir haben hier halt Hecken und Blumen und Bäume und ein Pavillon und hier ist ein Bett, warum auch immer. Wir haben hier Bäume, habe ich schon gesagt. Wir haben hier einen Teich. Wir haben eine Picknickdecke mit allem drum und dran. Dazu gibt es auch ein Tutorial auf meinem Channel. An sich, es gibt ziemlich viele Tutorials zu den Sachen, die ich hier gebaut habe, also könnt ihr mal gerne vorbeischauen, falls euch hier irgendwas gefällt oder sowas. Oder falls euch was gefällt und ich noch kein Tutorial gemacht habe, gerne sagen, dann kann ich ein Tutorial machen. Ha. Nee. Hier haben wir dann nochmal einen kleinen Steg. Einfach, falls man hier irgendwie mit seinem kleinen Boot anlegen möchte, kann man das machen. Hier natürlich auf der Rückseite auch alles dekoriert. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Haus von innen an. Hier übrigens, das sollte mal ein Whirlpool sein. Ist irgendwie, naja, ne? Wir gucken uns lieber das Haus an. Erstmal Einrichtung. Wir haben hier vorne erstmal einen coolen Fernseher mit so einer Couch davor und dieses Fernsehdesign, ohne Spaß, das benutze ich seit der Beta 1.8 oder so. Das ist immer gleich gewesen, deswegen muss das hier auch rein. Großes Fenster Richtung Terrasse, da gehen wir auch als nächstes hin. Hier vorne kann man dann runter zum Lager gehen, das ist auch der Beacon, aber das machen wir später. Erstmal gucken wir uns diesen Apfel an, denn das sind die Koordinaten hier ungefähr von dem Haus, damit man sich das halt gut merken kann in so, ne, merkbaren Zahlen, sage ich mal. So, und dann hier draußen ist die Terrasse. Hier soll später noch ein Grill hin und so ein paar Blumen vielleicht und ein bisschen Hecke und ein großer Baum auf jeden Fall. Auch noch nicht zugekommen. Aber naja, hier haben wir dann nochmal so einen kleinen, wie nennt man das, eine Veranda oder sowas, wo man dann genau zu dem anderen Haus gucken kann. Das ist auch ziemlich nice. Das Haus hat sich seit dem ersten Monat, wie gesagt, nicht geändert. Das ist einfach insane. Auch diese Mauer da vorne gibt es schon ewig. Die steht schon unter Denkmalschutz, wie die Berliner Mauer. Das ist der Wahnsinn. Naja. So, hier kommt man dann auch wieder in die Küche rein. Ja, die Küche gefällt mir auch richtig gut. Ich habe auch schon 2 Küchentutorials gemacht. Okay, ich höre mal auf mit der Werbung. Zu den meisten Sachen habe ich, wie gesagt, ein Tutorial gemacht. So. Ne, hier gibt es dann alles Mögliche an Essen und so weiter. Und eigentlich auch ziemlich geil eingerichtet tatsächlich. Gefällt mir richtig gut. Was mir auch gut gefällt, ist diese Kiste hier. Denn da kann man einfach alles Mögliche reinspammen, was man so über hat. Und das wird dann automatisch unten im Lager gespeichert erstmal, damit man es da dann weiter sortieren kann. Weil, wenn man jetzt von, zum Beispiel vom Museum aus, da bin ich oft gekommen, hatte mein ganzes Inventar voll. Und wollte dann nicht ins Lager laufen und habe dann hier einfach alles reingespammt und konnte direkt wieder los. Das war eigentlich ziemlich geil. Hier vorne haben wir noch so eine kleine eine Nische oder eine Ecke. So, irgendwas dazwischen halt, was auch immer ich gesagt habe. Keine Ahnung, irgendein behindertes Wort. Hier kann man lesen oder sowas und Richtung Museum gucken, Richtung Kühe. Eigentlich ganz entspannt. Dann haben wir hier eine große Tafel zum Essen, theoretisch. Dann haben wir hier auch einen Kamin sogar. Wir haben auch eine Rüstung und so ein kleines Showcase-Ding für eine schwarze Rose. Und dann haben wir hier eine Kiste mit so ein paar Ersatzwerkzeugen und Waffen und so weiter. Falls man mal irgendwie was verliert oder stirbt oder die Sachen kaputt sind, kann man sich hier ein bisschen bedienen. Hier sind auch noch ein paar Bücher mit Koordinaten, falls man irgendwas suchen möchte. Alles aufgeschrieben. Und hier vorne haben wir dann noch so ein bisschen Ausstellungsmaterial. Zum Beispiel die allererste Spitzhacke, die es gab.
auf diesem Server zumindest, oder meine erste zumindest, ist hier natürlich ausgestellt. Dann haben wir hier eine mysteriöse kaputte Schallplatte und auch ein Totem of the Undying. Und ihr habt schon hüpfen gesehen eben im Hintergrund. Das ist Schnuffi, ein kleines Slime-Baby, was hier irgendwie hergekommen ist. Und keine Ahnung, wie das hier hergekommen ist. Ohne Spaß, hier ist kein Slime-Chunk, hier ist kein Sumpf oder sowas. Das ist, auf einmal war es einfach da und meine Freundin meinte so, hey, mich hüpft gerade ein Würfel an oder so. Das ist einfach genial, aber wo der herkommt, das wissen wir nicht. Das weiß nur Schnuffi, aber der kann uns das leider nicht erzählen. Ja, keine Ahnung. Frag mich was anderes. Hier vorne haben wir noch Rüstung. Das ist nämlich ein Ersatzrüstungspaar, denn man konnte eine Zeit lang in einer Version mehrere Protections quasi auf einer Rüstung haben. Also hier seht ihr, meine Hose zum Beispiel hat Blast Protection, Projectile Protection, normale Protection und Fire Protection. Und das ging eine Zeit lang auf einer Version, das war irgendwie ein Bug oder sowas. Und da habe ich natürlich direkt ausgenutzt und hier alles nochmal irgendwie doppelt und dreifach verzaubert, einfach damit man das jetzt später nämlich auch noch hat, weil jetzt geht's nicht mehr. Aber wir haben jetzt halt das Backup da und deswegen ist alles gut. So, zweite Ebene, das ist übrigens der Haupteingang hier. Und hier haben wir dann nochmal so diesen Blick von oben. Das finde ich auch immer cool, wenn man so nach unten gucken kann. Oben auch hohe Decke. Und hier kann man natürlich auch nach unten gucken. Das gefällt mir alles ziemlich gut. Und auch nach oben. Hier ist nämlich eine Kuppel drüber. Fand ich auch. Ich wollte schon immer ein Haus mit so einer Kuppel haben. Haben wir jetzt endlich mal gemacht. Und ja, hier vorne gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen. Hier ist erstmal ein leeres Zimmer. Oder fast leeres Zimmer. Und auch ein fast leerer Balkon. Hier nochmal Feuer und so eine Sitzecke. Aber wirklich spannend wird dann erst das Schlafzimmer wieder. Das ist wieder gut eingerichtet. Auf dem Weg dann haben wir aber noch hier diesen Harry Potter Raum, sage ich immer. Ah, hier gibt's auch nichts zu gucken eigentlich. So, wir haben hier das Schlafzimmer, das ist auch ziemlich nice. Eingerichtet auch mit einem eigenen Kamin, mit einem großen Bett, mit hier diesen Eckfenstern, die ich ziemlich geil finde. Ja, und ansonsten halt auch wieder Rüstung und sowas, alles drum und dran. Alles verzaubert, mit einem Balkon, wo man auch nochmal überall hingucken kann, über den See. Und ja, das gefällt mir auch ziemlich gut. Von hier aus kann man dann noch in so ein Ankleidezimmer gehen, mit Rüstung noch mehr. Finde ich auch ziemlich geil, hier soll später dann noch mehr Rüstung hin und noch ein bisschen verzauberte Rüstung und eine Elytra ist hier sogar auch. Und von hier kann man dann oben auf den Dachboden, der absolut leer ist, da gibt nichts zu sehen. Oh, man kann hier auch ins Badezimmer, dazu gibt es auch ein Tutorial, hahaha. ja, gefällt mir auch ziemlich gut, auch dieser Blick hier ist natürlich super geil. Und hier haben wir dann nochmal so eine kleine Terrasse mit Sonnenschirm, mit Liegen, mit allem drum und dran, würde ich mal sagen. So, dann laufen wir hier mal raus nochmal und gehen jetzt mal Richtung Starterhaus, würde ich sagen. Dann können wir nämlich diesen Weg hier nach unten nehmen und dann haben wir hier erstmal ein kleines Baumhaus. Das ist auch schon uralt, also es gibt schon seit den ersten zwei Wochen muss es das hier schon geben. Auch sehr weit ausgebaut, wie ihr seht. Ja, hier vorne haben wir dann erstmal einen Eingang. Das war der erste Eingang, den es zum Lager gab, aber wie gesagt, das gucken wir uns später an. Und hier vor sind dann nochmal Felder mit allem möglichen, was man so anbauen kann. Ja, hatten wir mal, weil wir es gebraucht haben am Anfang, natürlich Nahrung und so, aber mittlerweile, ja, ne? Hat man halt noch. Hier sind Bäume, das muss natürlich alles noch ein bisschen verziert werden, hier mit Blumen, mit Büschen und so weiter. Und dann haben wir hier einen riesigen Brunnen. Gibt es auch ein Tutorial zu, haha. Und hier auch, da gibt es auch ein Tutorial. Also gibt es halt wirklich, ne, das ist. Ja, aber auf jeden Fall gibt es hier dann noch Hühner. Und wir haben hier das Starterhaus. Und das Starterhaus baue ich eigentlich immer so, weil, keine Ahnung, das habe ich mir so angewöhnt. Viel da drin zu gucken gibt es tatsächlich auch nicht mehr. Es wurde hier meistens schon alles wieder rumgebaut und gelootet, wobei es hier tatsächlich noch Essen gibt, krass. Warte, da muss ich mal gucken, ob es hier oben in dem Lager auch noch was gibt. Haben wir hier denn auch noch Items? Nee. Okay. Oh doch, da war noch was. Ja, gut. Also hier ein paar Items wurden hier wohl noch gelassen. Ja, aber viel zu sehen gibt es ja halt eigentlich nicht. Vorne haben wir noch eine coole Bank mit einem Lagerfeuer, alles entspannt. Und hier ist natürlich auch der Steg, genau gegenüber von dem Hafen von der Stadt quasi, von Villagen, von dem Dorf. Und wo wir jetzt mal hinlaufen, hier ist übrigens ein Tropenbaum. Ich weiß nicht, wer den da hingebaut hat, ich weiß nicht. Aber nice auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt hier über die Brücke und verlassen nochmal die Hauptinsel quasi. Und gucken uns jetzt mal das Haus von dem Dude an, der hier mal gespielt hat, mit der Berliner Mauer hier. Und das eingerichtet ist natürlich auch super viel. Ja, aber der hat eine Menge Loot. Eigentlich müsste ich ihn mal hier bestehlen, weil der hat doch einiges an nicem Zeug. Der merkt das eh nicht, der spielt ja kaum noch, ne? Da kann man ja mal vorbeigucken. Nee, aber ich habe hier tatsächlich auch mal was gebaut. Und zwar hier auch Mauer. Weil mich hat das, irgendwie nervt mich das doch schon ein bisschen tatsächlich, dass hier diese Mauer immer noch steht. Und dementsprechend dachte ich, baue ich halt mal eine eigene Mauer oder sowas, oder einen Zaun zumindest. Möchte ich hier drum rumbauen und hier gibt es auch einen Weg nach unten. Dann kann man hier irgendwie noch einen Steg bauen oder sowas. Ich glaube, das wäre auch in seinem Interesse. Eigentlich ganz entspannt. Oder Störgeräusche aus der Küche. Ich hoffe, das hört man nicht so laut.
Hier habe ich auch überlegt, einen fetten See hinzubauen. Würde sich einfach anbieten, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich so ein Tal sehe, dann denke ich so, ja, See. ja, keine Ahnung. Würde aber, denke ich, ganz cool aussehen hier. Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, ob ihr das hier hinmachen würdet oder nicht. Ich glaube, ich mache das einfach, scheißegal. So, hier geht's nach oben zu einem Turm von meiner Freundin. Kann man hier diesen nicen Gang lang gehen, wo so alle, ich glaube, sind das alle Blumenarten? Das wäre geil, wenn es hier alle Blumenarten geben würde. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier erstmal die Leiter hoch und schauen uns den Turm an. Das ist, glaube ich, auch schon Version 5 von dem Turm oder so. Der wird mich immer mal wieder geändert. Und ich glaube, jetzt wurde er aber schon lange nicht mehr geändert. Ich glaube, das ist jetzt die finale Version. Richtig nice Spot hier auf jeden Fall auf dem Turm, auf dem Berg. Und ich finde, man hat von diesem Turm aus auch den besten Ausblick über unsere Welt. Und auch diese Idee mit dem Gletscher hier oben und mit so einer kleinen Oase hier noch gefällt mir richtig gut. Und das Feuer aber ist heiß. Gut. Da oben könnte man tatsächlich auch noch irgendwas draufbauen vielleicht. Hier gibt es dann noch eine Brücke, die geht aber ins Nirgendwo, da hinten kommt nichts mehr so richtig. Und dann ist hier noch ein bisschen Eis drumherum, alles nice, nices Eis und so. Jetzt gehen wir mal auf den Turm, würde ich sagen. So könnte man auch sogar aus dem Skins-Video kennen, aus den Top 13 Halloween-Skins. Das war nämlich alles auf diesem Server hier. Ihr könnt ja mal theoretisch euch das Video anschauen und gucken, ob ihr die Orte wiedererkennt. Und hier, kleiner Spoiler, hier war zum Beispiel einer dieser Orte. Und ja, ich meine, schaut euch mal diesen Ausblick hier an, das ist ja absolut genial. Also man hat hier den kompletten See, um den wir ja drumherum gebaut haben, einfach im Blick und man kann hier von den Türmen da hinten bis zu diesen Wellen des Dings und zum Dorf, bis da hinten zu dieser Villager Farm, die meine Villager Farm zumindest war. War die hier? Aber wofür steht P? Ich kenne niemanden mit P, der hier spielt. Keine Ahnung. P? Oder ist das... Ei, ja, Junge, das ist ja mysteriös hier, ne? Mit den geheimen Schriftzeichen hier. Nee, auf jeden Fall, dieser Ausblick ist absolut genial. Perfektes Placement für den Turm, würde ich sagen. Und von Turm laufen wir jetzt zum nächsten Turm, oder beziehungsweise zum Baumhaus da vorne. Irgendwie, meine Freundin baut immer solche Türme, irgendwie so, weiß nicht, oder Baumhäuser, irgendwas Hohes immer. Hier vorne gibt es natürlich auch wieder einen Anlegeplatz für Boote und hier natürlich auch wieder alles Mögliche mit Pflanzen, mit Anbausachen, mit Bambus und so weiter und so weiter. Und natürlich, oh, hoppala, den Turm mit Wendeltreppe auch, man kennt ihn. Und ich hoffe, da oben ist ein Bett, dann können wir nämlich einmal kurz pennen und uns das ganze Tag nochmal anschauen. Ja, Betten, super. So, dann können wir hier kurz eine Pause machen. Und dann schauen wir mal weiter. Denn hier gibt es natürlich auch wieder einen richtig nicen Ausblick Richtung Dorf und Richtung Haus und so weiter. Man kann hier auch wieder alles sehen. Gefällt mir sehr gut hier. Und was ich tatsächlich letztens überlegt habe, war das Ganze... Auch hier sieht man übrigens, dass das hier alles mal Flower Forest war. Ich habe nur die ganzen Blumen abgebaut. Ich habe überlegt, das hier alles wegzumachen tatsächlich und dann hier einfach mehr Wasser zu machen, weil ich finde diese zwei, drei Blöcke, die dazwischen sind, finde ich irgendwie reichen nicht so richtig, also ich würde das lieber breiter machen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, auch hier könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das auch breiter machen würdet, also das hier alles einfach weg und Wasser oder sollen wir es so lassen? Ja, bin ich mir ganz unschlüssig, aber, nee, also ich bin mir nicht unschlüssig, aber, na, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das einfach irgendwann mal. So. Jetzt schwimmen wir mal schnell zurück und schauen uns dann mal weiter an, denn das hier war ja bis jetzt relativ alt alles. Also wenn man das erste Video geschaut hat zum Beispiel, dann könnte man das hier schon alles kennen, theoretisch. Aber wir gehen jetzt langsam mal in die Richtung, wo dann halt die neueren Sachen kommen. Wobei, wie gesagt, wir haben nicht so viel gespielt. Also ich glaube, im ersten Monat hatten wir auf jeden Fall am meisten gespielt. Ist ja auch klar, ne? Man hat ja übel Bock dann am ersten Monat und spielt die ganze Zeit und so weiter. Und ich muss auch dazu sagen, als wir den Server hier gemacht haben im Mai damals, da hatte ich auch nichts zu tun, also ich hatte keine Ausweg, ich habe einfach geharzt zu Hause, mehr oder weniger. Und jetzt habe ich ja Uni, deswegen habe ich halt doch was zu tun und dementsprechend halt auch weniger Zeit, um hier zu spielen halt einfach. Ja, hier vorne haben wir nochmal die Kühe und auch die Hühner mittlerweile, die es jetzt hier auch gibt. Das hier sollen so diese Bürsten sein, wo sich Kühe immer so gegenwerfen, weil die das so geil finden. Und hier haben wir dann nochmal einen kleinen Stall. Und ihr merkt schon, dass es anfängt zu laggen, denn wir kommen nämlich langsam in Richtung Museum. Und das ist einfach krass mit den Karten, die da sind. Ja, hier wie gesagt noch mehr Felder. Und da oben auf diesem Klotzdorf sollte mal eine Drachenfigur. Aber ich habe es hier, also ich wollte sie ganz am Anfang bauen, im ersten Monat schon. Habe es nicht gemacht. Jetzt bin ich zu faul und ich weiß auch gar nicht mehr, ob die jetzt da noch gut aussehen würde. Vielleicht baue ich da irgendwas Kleineres hin, mal gucken. Naja, so, wir gehen jetzt erstmal ins Museum. Und auch diesen Weg hier, den finde ich halt absolut gelungen. Also, wenn man sich das so anguckt, das sieht halt einfach nice aus. Ich könnte theoretisch mal Shader anmachen, aber ich habe Angst, dass es dann zu doll laggt. Weil erstmal Aufnahme und dann zweitens ist das halt, das Museum ist halt komplett krank. Also so viele Item-Frames und Bilderrahmen und so weiter, die
die bringen halt doch das Ganze ganz schön zum Laggen. Ich mache hier mal die Chunks ein bisschen runter. Aber ich finde, das sieht halt einfach hier ziemlich gut aus. Okay, es laggt mir zu doll, ganz ehrlich. Das ändern wir lieber, das ist sonst nicht anschaubar. Jetzt muss ich erstmal laden. So. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Museum gleich mal an. Aber ich mache jetzt erstmal kurz einen Cut, weil der Hund raus muss. Und ja, ich bin gleich wieder da. So, kann es weitergehen. Ist natürlich immer gefährlich, wenn man so lange Aufnahmen hat. Da gibt es natürlich dann viele Störfaktoren, aber ich hoffe, das ist für euch okay. Wir schauen uns jetzt das Museum an und ganz oben erstmal noch ein paar Flaggen. Wir haben links einmal die Deutschlandflagge, die kennt, glaube ich, jeder von euch, weil, keine Ahnung, deutscher Server, ne, deutsche Sprache. Dann haben wir da die Flagge von unserem Server. Ist irgendwie immer so unsere Serverflagge gewesen, so schwarz und rot. Und daneben nochmal, einfach weil ich eine dritte brauchte, die Schleswig-Holstein-Flagge, weil ich ja aus Schleswig-Holstein komme. So, das Museum, ich wollte schon immer in Minecraft ein Museum bauen, schon seit Jahren, seitdem ich auf Servern spiele. Halt ein Museum, wo es halt so zoomäßig alle Tiere gibt, so alles mögliche, was man so halt finden kann, coole Sachen und so. Und ich habe es nie gemacht, aber auf diesem Server wollte ich es unbedingt machen. Und deswegen habe ich angefangen damit. Und wir schauen uns jetzt mal zuerst die oberste Ebene an. Das ist, finde ich, die coolste Ebene. Ja, keine Ahnung, ich finde, die sieht einfach mega nice aus. Wir haben hier eine riesige Kuppel, die dann hier zum Berg wird quasi. Das Ganze ist ja hier in einem Berg gebaut quasi. Und das sieht einfach so geil aus, finde ich. Dann haben wir hier hinten dieses riesige Aquarium mit Tropenfischen. Da sind, glaube ich, über 30 verschiedene Tropenfische drin tatsächlich. Es gibt ja mehrere hundert Varianten tatsächlich. Und die coolsten habe ich halt eingefangen und hier reingepackt. Und dann hier Korallen und sowas alles. Das ist ziemlich nice. Und später sind hier auch Delfine rein, aber das ist ein bisschen schwieriger zu machen. Da vorne haben wir so engelmäßig nochmal Elytren, die natürlich komplett verzaubert sind. Dann haben wir hier noch coole Kronleuchter und wir haben hier noch mehr Gehege quasi. Zum Beispiel haben wir hier Lamas. Die habe ich ein paar Händlern abgezogen tatsächlich und dann hier eingesperrt. Hier vorne haben wir Füchse, die sind auch ziemlich cool und haben so einen Fuchsbau da hinten. Und dann hier, das ist alles so ein bisschen auf deren natürlichen Lebensraum quasi angelehnt. Das hier natürlich auch mit den Lamas so gebirgemäßig. Hier haben wir Karten. Und zwar sind das jeweils aus dem ersten Monat vom Server. Jetzt haben wir hier einmal unsere Industrieinseln. Da haben wir halt die ganzen automatischen Farmen und so. Und das wäre halt irgendwie dämlich, die hier zu bauen, weil das halt nicht so cool aussieht. Und deswegen haben wir das auf so Inseln gemacht. Ziemlich nice. Hier ist die Karte vom ersten Server, also nach dem ersten Monat quasi. Und da steht auch nochmal Serverstart 13.05. Da ist jetzt, wenn das Video kommt, also ich nehme es jetzt am 12. auf, aber am 13. kommt das Video. Alter, da komm, kack der Hals ab. Ne, also es ist fast einfach 6 Monate her, das ist so krass. Und das hier, wie gesagt, nach einem Monat. Und ihr seht schon, da war halt noch nicht so viel Action. Da gab es natürlich das Dorf schon, da habe ich auch relativ, ich glaube, ich habe gar nichts geändert seitdem. Genauso wie übrigens bei dem Haus von dem Typen, war auch nichts geändert. Und das Haus war da ganz frisch noch und alles drumherum ist halt jetzt erst entstanden. Auch hier die Mauern und so sind schon alle fertig mittlerweile. Und der See hier, das ist halt ganz cool. Ich würde es euch auch empfehlen, solche Karten einfach nochmal zu machen. Direkt am Anfang, wenn ihr anfangt zu spielen, weil es halt immer wieder witzig ist, sich das anzuschauen. So jetzt zum Beispiel nach nochmal 5 Monaten später, was man halt alles gemacht hat in der Zeit. Das ist halt krass. So, hier haben wir nochmal eine Karte und zwar ist das der Spawn. Das ist der Spawn-Chunk da oben. Ja, ich dachte, wir bauen nochmal irgendwas, habe ich aber irgendwie nie gemacht. Hier sind dann noch mehr so Ausstellungssachen von Raids und sowas, da vorne auch. Dann haben wir hier vorne noch ein Skelettpferd. Und ja, hier sollen halt noch mehr rein, hier soll so ein Skelettpferdgehege halt hin. Dann haben wir hier nochmal... Ey, Digga, diese Störgeräusche, ne? Ich mach nochmal kurz Pause. So, ich hoffe, es geht jetzt mal ohne Störung weiter. Ich weiß nicht, wo ich gewesen bin, aber auf jeden Fall, als ich die Schildkröten hier hingebracht habe, ich habe nämlich die Schildkröten-Eier mitgenommen und gedacht, ja, okay, man kann die ja hier schnell ausbrüten, das geht ja viel schneller, als die Schildkröten irgendwie herzukriegen. Aber es hat so lange gedauert, die Eier auszubrüten, das war der Wahnsinn. Ich stand hier echt so lange AFK einfach in der Ecke und habe Videos geschaut. Also es war, glaube ich, ein ganzer Nachmittag oder so, bis die geschlüpft waren. Kann ich euch nicht empfehlen, also, na doch, eigentlich schon, doch, im Endeffekt, aber es dauert sehr viel länger, als ich erwartet habe, zumindest. Ja, das war so auf jeden Fall die erste Etage. Auf der zweiten Etage, oder auf der, das war die das Obergeschoss, sage ich mal, und das hier, das ist das Erdgeschoss quasi, hier kommt man ja rein. Hier sollen auch noch Gehege hin, habe ich aber noch nicht gemacht, weil hier über, zum Beispiel hier, ist ja Sand und Wasser und die Schildkröten, und ich habe halt keinen Bock, das abzubauen, weil dann fällt der Sand runter und das Wasser flutet hier alles und so. Deswegen drücke ich mich da so ein bisschen, ganz ehrlich. Ja, aber von hier oben hat man halt einen richtig guten Blick auf diese riesige Karte. Und draußen regnet, das ist ja witzig. Ja, aber diese Karte sorgt halt ultra für die Lags. Und auch diese Karte und alle Karten hier eigentlich. Aber es ist auf jeden Fall richtig wert. Ich wollte auch schon immer so eine riesige Karte haben und habe ich dann jetzt hier auch endlich mal gemacht. Die allerdings auch nicht ganz aktuell ist. Ihr seht das ja.
Ist auch relativ alt. Könnte sogar, nee, die ist auf jeden Fall neuer als die von vor einem Monat. Nach einem Monat. Aber na, aktuell ist sie auch nicht. Und ihr seht hier halt auch, was für ein Gebiet hier quasi der Server ist. Also wir haben hier diesen riesigen See drumherum, alles schön und gut. Aber eigentlich gibt es hier nur Wälder und Gebirge. Also hier, wir haben hier ganz in der Ecke haben wir nochmal einen Canyon, ziemlich großen, und da oben eine Wüste. Und da hinten haben wir halt ein Meer mit Korallenriffen. Aber ansonsten ist das hier Sumpf, ja gut, und Dark Oak Forest, aber naja, ne? Nicht so insane. So, da vorne haben wir den Server nach 2 Monaten. Und hier haben wir den Server nach 3 Monaten. Ich versuche ja immer jeden Monat eine Karte zu machen. Beziehungsweise habe ich jetzt hier eine Karte, die auch noch nicht fertig ist. Vom 4. bis zum 6. Monat. Ganz einfach, weil wir hier so wenig gemacht haben, theoretisch. Deswegen ist die noch nicht ganz fertig eben. Und hier soll dann später, sollen das mit den Karten weitergehen, weil hier halt irgendwie kein Platz mehr ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir hier so lange spielen irgendwie. Ich habe es natürlich gehofft, aber man zweifelt es ja doch irgendwie immer an. Naja. So, hier in der Mitte haben wir dann so ein Dschungelbiom. Eigentlich ziemlich nice. Da sollen später auch die ganzen Viecher rein, halt Panda-Bären, die Katzen und Papageien und so weiter, aber aktuell haben wir hier nur ein nacktes Schaf, was da feststeckt. Ist aber auch immerhin was, ne? Auch ganz nice. Und hier sollten halt die ganzen verschiedenen Fischsorten hin, bis ich gemerkt habe, dass es halt so viele hunderte gibt. Ja, aber ich habe jetzt hier halt so ein paar verschiedene Aquarien halt gemacht mit allen möglichen Tieren. Und die habe ich dann versucht auch immer ein bisschen unterschiedlich groß zu bauen. Hier zum Beispiel kann man von der anderen Seite reingucken, die sind relativ klein. Dann haben wir hier in der Ecke noch welche und hier ein großes. Hier sind Clownfische zum Beispiel drin und Kugelfische. Ja, hier soll dann später nochmal eine Karte hin mit so Schatzzeug und sowas, was man so in Schatztruhen halt finden kann und sowas. Würde ich ganz cool finden, halt so auf Museum angelehnt, was man hier so halt, was man in so einem Museum halt hat, ne? So irgendwelche versunkenen Schätze und so, wie hier zum Beispiel Schatzkarten. Denke ich, wäre ziemlich cool. Und da hinten soll später so ein kleiner, also sollen so die normalen Tiere hin, so ein kleiner Streichel zu mehr oder weniger mit Schweinen und Kühen und Pferden und sowas, soll dahin und dann sollen hier noch so ein paar Gehege hin für so Monster, also Skelette und Spinnen und Höhlenspinnen und sowas, das kann ich mir hier ganz gut vorstellen. Aber ja, auch da noch nicht so weit. Und Fledermäuse natürlich, ne? Fledermäuse kann man ja, darf man ja nie vergessen. Ja, und ich würde sagen, das war eigentlich soweit alles und es hat so lange gedauert. Das ist ja alles hier in einem Berg gewesen, das ist ja alles hier von Hand weggebaut. Das hat schon lange gedauert, aber es war es auf jeden Fall wert. Und jetzt regnet es leider, aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Wir gehen jetzt hier nämlich erstmal diesen coolen Weg lang. Und ich finde das einfach so nice, über so ein kleiner Wasserfall hier mit einem kleinen Bach und eine kleine Brücke. Das ist halt alles gemütlich hier. Dann hier Treppe hoch. Alles Gucci, Treppe hoch. Dann kommen wir hier nämlich zur Mauer, denn wir wollen ja einmal komplett um unser Gebiet rum quasi eine Mauer bauen, damit wir dann innen drin einmal alles ausleuchten, damit hier halt nichts mehr spawnt. Das ist so immer Kerngedanke bei sowas. Ja, und die Mauer habe ich dann halt hier auf jeden Fall angefangen. Mit ein paar Türmchen, die sind alle gleich, theoretisch. Also, sie sollten alle gleich sein, allerdings habe ich diesen Ring hier, der da ist, also der untere Ring, den habe ich da halt immer vergessen. Also bei diesen beiden zumindest, bei denen da hinten, da sind auch nochmal zwei, da habe ich es nicht vergessen. Warum auch immer, keine Ahnung, weil ich Brain AFK oder sowas. Ja, keine Ahnung, muss ich irgendwann nochmal machen, ne? Man kennt ihn nicht, ich schieb's nochmal ein bisschen auf. So, hier haben wir eine kleine Taverne, natürlich hier direkt am Toreingang und an dem kleinen See hier. Fertig gebaut, theoretisch, eingerichtet aber noch nicht. Wobei, es geht eigentlich, also einigermaßen eingerichtet geht so, ne? Ja, hier hatten wir dann nochmal einen besseren Blick da vorne. Die Brücke, die geht zu unserem Haupthaus quasi, das ist der Haupteingang. Dann haben wir hier einen Tunnel durch den Berg durch und da kommt man dann raus. Da haben wir dann einen Weg und der geht dann halt zwischen diesen beiden Türmen, da seht ihr das so ein bisschen, ist auch nochmal ein Tor. Und von diesem Tor kann man, von diesem Turm kann man dann per Hängebrücke nochmal zu diesem Turm hier. Und ich würde sagen, in diesen Turm gehen wir hier nochmal schnell rein, dann zeige ich euch das mal. So, und wie gesagt, die sind alle gleich aufgebaut, alle noch nicht eingerichtet. Das wird aber irgendwann, denke ich mal, kommen. Ist halt rein theoretisch nicht so viel Arbeit, aber weiß nicht, ich schieb das trotzdem, weil es mir nicht so viel Spaß macht, so, weiß nicht, das, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier oben haben wir immer fleißige Schneemänner, die hier schön alles bewachen. Hoffe ich zumindest, ich hoffe nicht, dass sie sterben irgendwie. Und dann hier, wie gesagt, die Hängebrücke und dann kann man hier auch nochmal gut Ausschau halten. Und hier vorne haben wir es dann, also hier unten ist quasi das Tor. Dann haben wir hier eine Mauer, dann kommt hier noch ein Turm. Und eine Brücke, eine Brücke kommt da auch, bis zum nächsten Turm, aber hier ist dann halt eine Treppe, wo man hochgehen kann. Und da hinten ist dann auch nochmal eine Treppe runter und da haben wir so einen Graben einmal drumrum, bis dahinter irgendwo ist dann ein See. Ist halt auch eine ganz gute Grenze, einfach so ein Fluss quasi. Da seht ihr die tapferen Schneemänner, die hier alles bewachen. Wieso ist hier eigentlich nur einer? Ich glaube, hier war auch mal ein zweiter, oder? Was hast du mit dem gemacht? Nee, will ich gar nicht wissen. So, wir gehen jetzt hier unten mal weiter. Und zwar diesen Weg hier entlang, da kommen wir nämlich zu diesem Staudamm hier, der auch gleichzeitig eine Brücke ist, wie ihr gerade seht.
So wird hier das Wasser quasi gestaut. Das funktioniert natürlich in Minecraft nicht, aber so theoretisch. Und das hier war natürlich auch alles mal Wald. Einfach geflutet. Dann war es auf einmal ein See. Und hier haben wir dann nochmal dieses andere Tor. Und hier vorne soll es dann später auch noch eine kleine Stadt geben. Deswegen ist hier auch noch Wiese und keine Bäume mehr, aber ja, gerade nicht so viel Motivation dafür, denke ich. Und dann hier nochmal die Taverne und der große See. Alles super. So, jetzt gehen wir aber wieder rüber. Und zwar wieder über die Brücke / Damm, über den Damm. Und gehen wir diesen Weg nämlich noch ein bisschen weiter, nämlich ins Bauerndorf. Das gibt's jetzt nämlich auch neuerdings. Das ist tatsächlich brandneu, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier durch den Staudamm kommt natürlich auch Wasser durch. Dadurch entsteht hier dieser Fluss. Oder, ja doch, ein Fluss, relativ breiter Fluss. Und der mündet dann hier auch in den normalen Fluss. Ich habe auch überlegt, hier nochmal einen kleinen Staudamm zu machen oder eine Mauer. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das mache. Mal gucken. Und dann soll man hier später durch diesen Tunnel hier durchgehen. Gruselig. Natürlich auch noch nicht ausgebaut, aber es soll wie so ein Minenschacht aussehen mit so Stützen und so weiter. Ist, glaube ich, ganz cool. Und dann kommt man hier hinten raus und dann soll man... Also die Idee ist, dass man dann hier komplett in so einem dichten Wald ist. Und hier so ein Waldweg lang geht, vielleicht. Und dann hier halt zu dem Bauerndorf kommt. Kleiner Funfact, das hier war tatsächlich mal ein richtiges Villager-Dorf. Und das war das erste Villager-Dorf, was ich so nah bei uns quasi gefunden habe. Und dann habe ich da in eins der Häuser, habe ich eben Villager, also in der Nacht laufen die ja immer zu ihren Betten. Und dann hatte ich ein paar Betten halt in ein Haus getan und dann waren da 4 Villager, glaube ich, drinne. Und so konnte ich dann halt einen Villager-Breeder bauen, den allerersten. Und dann war ich halt hier immer relativ oft, weil ich eine Eisenfarm bauen wollte. Und dann war irgendwann hier Raid-Stunde quasi, also die ganzen Raids sind hier losgefallen und Überfälle. Und dann sind halt leider alle Villager gestorben, außer die, die in dem Villager-Breeder waren quasi. Und das bedeutet, das Dorf war quasi tot, aber ich meine, der Breeder macht ja unendlich Villager. Und dann hatte ich halt die Idee, dass man den Breeder zu so einem Dorfzentrum oder Rathaus bauen kann, wie ich es jetzt gemacht habe hier. Und jetzt kommen da quasi immer neue Villager raus. Also hier seht schon, hier sind Kinder am rum... Oh, lag, okay. Hier laufen Kinder rum. Und zwar kommen die hier aus dem Villager-Breeder. Also der Villager-Breeder funktioniert jetzt so, dass da oben eben die Villager entstehen quasi und dann hier runterfallen. Und weil sie klein sind, können sie hier durch. Und dann laufen sie halt fröhlich rum und besiedeln jetzt quasi das Dorf nochmal neu. Und ihr seht schon, das funktioniert ziemlich gut. Hier sind überall welche. Vor allem ganz viele kleine, tatsächlich krass. Und meine Aufgabe, oder was ich jetzt aktuell gerade mache, ist halt das Dorf so ein bisschen hübscher zu machen. Also ihr seht schon, das hier war zum Beispiel mal so ein kleines Haus, was nur in der Luft geschwebt ist. Weil das hier natürlich alles so hügelig war und so. Und dann habe ich die Hügel weggemacht und alles platt und so. Und dann schweben so ein paar. Dann kann ich hier vorne auch nochmal zeigen. Hier das hier zum Beispiel schwebt auch noch so ein bisschen. Und jetzt ist gerade aktuell so die Aufgabe, dass ich halt alles hier ein bisschen hübscher baue. Hier so ein paar kleine Farmen hin und ein Baum und die Wege. Und hier so ein Haus mit so einem Marktstand. Weil ich will hier nämlich ganz viele Marktstände haben, gerade hier in diesem Bereich. Wo man dann halt handeln kann mit den guten Villagern. Und die sperre ich dann hier ein, so wie den hier zum Beispiel. Der kann man halt gut mit denen handeln. So, das ist so die Idee, die ich hier hatte. Und natürlich auch noch mehr Häuser und so weiter, wie zum Beispiel das hier mit dem Balkon. Und dann sind hier Blumen und hier ist ein Teich und so Pflanzen an der Wand und eine kleine Mauer hier. Und dann kann man hier in so einen kleinen Park gehen mit einer Bank. Und der hier hat dann auch irgendwie sich mit der Kuh zusammen eingesperrt. Keine Ahnung. Ey, die sind so schlaue Wesen, diese Villager, das ist der Wahnsinn. Drumherum soll natürlich auch eine Mauer, weil ich nicht möchte, dass das hier wieder alles in einem Massensterben endet. Aber die auch erst angefangen, leider. Dann hier zum Beispiel, der hat so ein kleines Dorf, ein Dorf sowieso, aber der hat hier auch ein kleines Feld, was mal beackert wurde, aber jetzt ist er ja eingesperrt, deswegen kann er das nicht mehr machen. Lol. Ja, dann hier ein Haus, auch ein bisschen eingerichtet zumindest schon mal. Hier ist ein Steg. Das soll halt alles hier ein bisschen so auf klein und gemütlich sein, auch so kleine Brücken hier rüber, über das Wasser, über so einen kleinen Kanal. Finde ich ganz entspannt. Und so soll das hier halt im Endeffekt alles aussehen, aber ich bin hier halt noch nicht so weit gekommen, weil ich halt erstmal dieses Rathaus hier gebaut habe. Außer Villager Breeder hat das Ganze hier auch noch so ein paar kleine Wohneinheiten, wo dann so ein bisschen Zeug halt drin ist einfach und dann sind hier halt noch Betten und so ein paar Workstations, damit die halt hier Berufe erlernen können und sowas. Dachte ich, wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann später will ich auch so ein paar Mammutbäume, also diese großen Tiger-Fichtenbäume, überall noch haben. Das sieht, glaube ich, auch ziemlich nice aus. Und hier soll einmal so eine Hauptstraße lang gehen. Und zwar soll die dann hier entlang zu so einem Tor kommen, also hier soll dann so ein Tor sein und dann gibt es halt einmal diese Straße, die dann wieder zu dem Rest dafür, was ich euch schon gezeigt habe. Und der andere Weg soll dann hier entlang gehen und hier natürlich der ganze Hügel soll auch noch weg und so, aber da bin ich nicht, also bin ich gerade dran tatsächlich, dauert halt einfach nur lange. Diese Straße soll dann hier irgendwie hochgehen, tralala, so, und dann soll die hier über so eine kleine Brücke gehen und hier vorne ist ja schon ein bisschen Straße und hier soll dann halt ein Bauernhof hin. Und hier sollen dann noch mehr Villager hin und eine Windmühle und die farmen dann hier quasi diese ganzen
Felder hier leer und so. Das ist so die Idee, die ich da hatte. Und auch die Kühe, dann sollen die hier ein großes Gehege haben und nicht dieses Erdloch, was sie gerade haben. Ja, ich denke, das wäre ziemlich nice. So, und hier sehen wir dann auch noch ein bisschen weiter weg mal das Rathaus, was auch noch nicht fertig ist. Da, wo jetzt die Lücke ist, da soll nämlich ein Kran hin, der dann so quasi die Sachen von der Straße aus eben hochzieht und dann da oben ins Lager packt oder sowas. Und ganz oben soll dann nochmal so eine Plattform drauf, wo man dann so Wachen aufstellen kann. Also da läuft ja zum Beispiel schon irgendwo, ja, da vorne ist ja der Eisengolem rum, der hier gespawnt ist wegen den ganzen Villagern. Davon will ich halt noch ein paar mehr machen, so als Absicherung, damit hier auch die Illager, nicht die Villager alle immer umbringen. Aber das war schon ein bisschen blöd tatsächlich. Und ja, das ist jetzt so gerade mein Plan, dass ich das Ganze hier ein bisschen ausbaue, ein paar hübschere Häuser und so ein bisschen dieses kleine Kramzeug mit Bäumen und so. Alles ein bisschen hübscher Bach. Und jetzt laufen wir aber erstmal wieder zurück, denn es gibt noch mehr zu sehen, was ich euch gar nicht gezeigt habe, haha. Ja, weil, keine Ahnung, ich werde euch das jetzt alles zeigen, was wir hier dann noch haben. Ich bin tatsächlich auch am überlegen, ob ich nicht den Tunnel mache, sondern hier einfach so ein Feldweg lang. Oder so ein durch den Wald halt einfach ein Weg, der dann hier irgendwie hingeht. Aber ich finde die Idee mit dem Tunnel eigentlich ganz gut. Ich denke, es wird der Tunnel. Aber es ist halt anstrengender, einen Tunnel zu bauen, als einfach nur so ein Weg. Aber irgendwann mache ich das. Mal gucken. Nach 12 Monaten, Server nach einem Jahr, dann werdet ihr das alles sehen, ob ich das gemacht habe oder nicht. Hier übrigens kann ich auch mal erzählen, hier sollen noch ein paar mehr Pflanzen hin. Und vielleicht so eine Trainingsanlage. Hier soll ein weißer Baum hin. Hier soll ein kleiner Pferdestall hin, einfach. Damit ihr mal euch das vorstellt, was hier noch hinkommen könnte. So, wir gehen jetzt hier mal diesen kleinen Pfad entlang, beziehungsweise hier ist gar kein Pfad, aber hier ist jetzt ein Pfad, uiuiui. Und jetzt haben wir hier einen Hügel. Und was könnte man wohl in einen Hügel für ein Haus bauen? Genau, ein Hobbithaus. Habe ich hier gebaut, eine Hobbithöhle. Ziemlich nice. Ja, ganz klein und gemütlich mit einem Feuer hier in der Mitte und dann drumherum so alles ansortiert, quasi angeordnet. Wir haben hier so einen kleinen Lagerraum, wir haben hier eine kleine Küche. Wir haben auch ein kleines Essenstischding mit einer Karte und dann hier auch diese coolen Fenster, die man so hochklappen kann, das finde ich richtig nice. Hier vorne ist dann so ein bisschen büromäßig, so Entdeckerzeug, halt so ein Globus und Karten und so ein Banner und Bücher und ein Kompass und sowas, was man halt so als Entdecker-Hobbit braucht. Hier soll später noch ein kleines Badezimmer rein, da habe ich jetzt noch nichts gemacht, aber dafür ist das Schlafzimmer schon fertig. Hier ist dann auch wieder ein Kamin und hier nochmal mit Blick theoretisch Richtung Museum. Ja, gefällt mir auch ziemlich gut. Habe ich auch überlegt, tatsächlich ein Tutorial zu... Ich rede schon wieder zu schnell. Ich habe auch tatsächlich überlegt, dazu ein Tutorial zu machen, weil ich halt die Idee ziemlich geil finde. So Hobbit-mäßig Höhle und so. Ja, kommt vielleicht noch. Mal gucken. So, hier oben gibt es auch noch was zu sehen. Und so haben wir hier oben noch eine Picknickdecke bei den Kühen hier oben. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man so an solche toten Orte, wo halt theoretisch sonst nichts wäre, einfach so Kleinigkeiten nochmal hinmacht. Einfach eine Bank oder, weiß nicht, eine alte Statue oder eine Ruine oder sowas. Einfach so ein bisschen was. Und in diesem Fall ist es jetzt hier oben so eine Picknickdecke, wo man chillen kann. Ganz auf entspannt. Und da hat man hier einen coolen Ausblick. So. Und was ich auch mir überlegt habe, ist dann hier noch einen Weg weiterzumachen, der dann hier hingeht, zu der Brücke. Dann kann man hier wieder eben rübergehen und kommt dann nach hier. Und jetzt gehen wir nämlich nochmal ins Lager, beziehungsweise auch in die Hölle. Denn da gibt es noch mehr zu sehen. Und dafür laufen wir jetzt mal erstmal diese Treppe hier runter. Oh, machen wir auch ein zweites Mal, weil ich geleckt habe anscheinend. So. Und dann... zeige ich euch erstmal, wo eben der Haupteingang quasi war. Den haben wir uns ja eben schon mal angeschaut. Der würde nämlich hier reingehen. So, hier sind wir jetzt wieder bei den Feldern. Und hier soll auch mal eine 3x3 Pistentür übrigens hin, ja. Mal gucken, wann die kommt. Irgendwann. Ich meine, ich spiele ja auch erst 6 Monate hier, ne? Das konnte ich ja noch nicht machen. Ja, hier ist halt Lager einfach, ne? Hier ist auch Lager. Da hinten ist Verzauberungstisch und automatische Öfen. Hier vorne ist noch mehr Lager. Und hier geht's halt runter in die Minen. Beziehungsweise hier geht's hoch, aber hier geht's noch unten in die Mine. Da kann man dann Strip minen und so. Und hier hinten soll halt der Bahnhof hin, von wo aus man dann zum Beispiel diese U-Bahn zu dem Ferienresort dann im Endeffekt hat. Ja. Soll da hin und dann insgesamt so ein paar Verbindungen einfach. Hier unten haben wir dann noch den Beacon und das erste Bett, was es hier gab. Hier haben wir früher mal gepennt. Sehr nice auf jeden Fall. Und hier ist dann noch mehr Lager und eben auch das Höllenportal und da werden wir jetzt mal durchgehen. So, ich habe hier übrigens, falls ihr euch wundert, was das Buch hier soll, das habe ich eben wiedergefunden. Da stehen so die ganzen Sachen drin, die ich noch machen wollte. Also hier zum Beispiel die automatische Tür im Lager, Lichter, Zugänge auf den Feldern, Park um den Brunnen rum und so. Damit ich einfach weiß, was ich machen soll. Aber ich habe davon noch gar nichts gemacht, keine Ahnung. Hier ist der Nether Hub. Hier soll später mal eine Kuppel drüber mit Glas. Wir haben schon ein Glas nach unten, wo man dann so alles so ein bisschen sehen kann, was ziemlich nice ist. Und was mir gerade auffällt, ist diese Steine, da kann was spawnen. Das will ich natürlich nicht. Und jetzt geht das Gebälle wieder los. Uiuiui.
Oder war es nur einmal? Nee, okay. Dann warten wir nochmal kurz ab. Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Okay. Nice. Ja, wie gesagt, bei so langen Aufnahmen, da kommt es halt manchmal zu solchen Störgeräuschen, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Ja, wir haben hier auf jeden Fall theoretisch vier Richtungen, in die man gehen kann. In zwei Richtungen gibt es schon Gänge und in die anderen beiden noch nicht. Das ist aber, denke ich, in Planung. Also wird irgendwann sowieso kommen, aber gerade noch nicht. Aber wie gesagt, irgendwann. Und die sehen dann so aus. Und dann haben wir hier immer die Wege eben zu zum Beispiel den automatischen Farminseln. Da kann man dann hier mit einem Boot einfach ganz schnell hinfahren. Und hier geht es dann Richtung, weiß ich gar nicht, Wüste oder sowas. Und halt zu diesen wichtigen Biomen, die man halt mal braucht, um da Rohstoffe zu farmen. Und das ist so die Idee von dem Nether Hub halt, dass man eben schnelle Verbindungen hat zu weit entfernten Orten quasi. So ein bisschen so, auch wie so ein Bahnhof quasi. So, und hier geht es noch weiter. Hier oben haben wir erstmal eine Gold- und XP-Farm. Aber da gehe ich jetzt mal nicht hoch, das würde zu lange dauern. Und es ist halt nur eine Gold- und XP-Farm, ne? Hier kann man raus in den Nether. Und ihr seht schon, dass es hier alles abgesperrt und alles zu der Nether Hub. Einfach damit hier keine Viecher reinkommen und keine Geister und keine Pigmen, weil die sind ja komplett behindert. Wenn man die einmal haut, sind die ja monatelang böse auf einen. Und dementsprechend ist das hier übrigens alles so gebaut. Also wir haben hier überall Halbsteine, Glas, Fackeln und so, Knöpfe. Einfach damit hier nirgendwo irgendwas spawnen kann. Und ja, deswegen sieht das hier halt so aus, wie es aussieht. Hier zum Beispiel Halbsteine, Knöpfe. Wie gesagt, hier soll halt nichts hin. Wir haben hier Glas auf dem Boden. Und schnappen uns jetzt mal ein Boot und fahren mal in diese Richtung hier. Denn da gibt es noch ein bisschen was zu gucken. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil das hat, glaube ich, so mit am längsten gedauert tatsächlich. Und zwar haben wir hier zunächst erstmal, so wenn wir da sind, zack, haben wir hier erstmal den Nullpunkt quasi. Also hier haben wir die Koordinaten im Nether 00. Und wenn wir hier jetzt in das Portal gehen, würden wir nämlich zum Spawn kommen. Und hier kommt nämlich nochmal so ein kleiner Nether-Hub quasi hin, damit man weiß, okay, egal wo im Nether ich bin, wenn ich zu den Koordinaten 00 gehe, dann finde ich halt hierher und von hier aus kann ich dann überall hin, damit man halt sich nicht so verloren fühlt, wenn man irgendwie nicht mehr weiß, wie man nach Hause kommt oder so. Und hier haben wir jetzt eine Minecart-Strecke. Die dauert sehr lange. Ich glaube, es sind fast 3 Minuten, die man hier fahren muss. Deswegen würde ich sagen, schneide ich jetzt einfach, bis wir da sind, weil das ist halt einfach langweilig. Aber es ist halt eine sehr, sehr weite Strecke, die wir hier mit dem Minecart fahren und danach auch nochmal mit so einer Eisbootmaschine quasi, also mit einem Boot auf Eis so rum, keine Maschine. Die haben so lange gedauert, die zu bauen und waren auch so teuer. Also hier haben wir zum Beispiel am Anfang noch richtige Redstone-Blöcke benutzt, das haben wir am Ende nicht mehr gemacht. Aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier hunderte Blöcke so baut, dass das halt super lange dauert, super nervig ist und einfach auch super viele Materialien kostet. Ja, aber ich würde sagen, ich mache jetzt einfach den Cut, wenn ich da bin und dann schauen wir mal weiter. So, hier sind wir jetzt angekommen, das ist quasi nur so eine Umsteigestation quasi. Man fährt hier halt gegen den Kaktus und dann, also jetzt ist leider das Minecart halt kaputt gegangen, aber normalerweise sammelt man das ein und kann es dann hier in die Kiste tun und dann hier halt einfach umsteigen, weil Minecart-Strecken sind halt so langsam. Ich dachte, ach nee, keine Ahnung, ich habe einfach nicht gedacht, als ich die gebaut habe, glaube ich. Und dann haben wir hier halt, oh, wo ist das Boot denn? Oh, hier laggt schon wieder, das ist nicht gut. Auf jeden Fall haben wir dann hier halt so eine Eisstrecke einfach. Wo ist denn das Boot? Habe ich das noch? Das ist ja jetzt blöd. Oh ja, ich habe es echt noch, oh, okay. So, deswegen haben wir hier jetzt die Eisstrecke gemacht. Und die ist halt auch wieder ein paar tausend Blöcke lang. Und ihr könnt euch vorstellen, wie nervig das ist, sowas zu bauen. Also erstmal muss man halt die Strecke hierher finden, so mehr oder weniger. Dann muss man natürlich erstmal den Tunnel bauen. Der ist ja 3x3 groß, also es ist auch sehr viele Blöcke, die man einfach abbauen muss. Und dann muss man hier so oft hin und her laufen und Halbsteine platzieren, Glasscheiben platzieren, dann Eis platzieren. Das muss man auch alles erstmal farmen natürlich. Da muss man Knöpfe darauf tun, damit er nicht spawnt. Weil, also die Idee ist halt, dass der Tunnel halt auch wieder abgeschirmt ist von allen Viechern, die es draußen gibt. Das bedeutet, dass hier kein Gas reinschießen kann, dass hier keine Zombie-Pigmen auf die Straße laufen quasi. Habe ich aber noch nicht geschafft, weil es halt einfach viel zu viel Arbeit ist. Aber wenigstens funktioniert schon mal die Verbindung. Und ich meine, ihr seht, wie lange wir trotzdem noch brauchen, obwohl man halt so schnell fährt. Das ist halt absolut der Wahnsinn so. Aber hier gibt es dann ein Höllenportal. Und wir sind jetzt bei insgesamt, ich glaube, 25.000 Blöcken. Nee, das müssen, ja doch, 25.000 Blöcke sind wir circa weg jetzt von unserer Heimat quasi. Und zwar sind wir hier in einem Dschungelbiom und gehen hier kurz schlafen, weil es Nacht ist und da überall Viecher rumlaufen, das will ich nicht. Und in diesem Dschungel soll nämlich ein Freizeitpark entstehen tatsächlich. Aber erstmal zeige ich euch hier, was hier so ein bisschen abgeht. Also wir haben hier erstmal so eine Standardbase, so eine kleine mit so Einrichtungen, mit so allem möglichen Zeug. Dann haben wir hier kistenweise Unrat, den man hier farmen kann halt so. Keine Ahnung, was das hier alles ist halt. Wir haben auch noch einen oben, Wendeltreppe hoch und dann haben wir hier noch mehr Unrat und ein Doppelbett und diese coolen Fenster. Ich finde diese Fenster aus nicht aus Halbstein, sondern aus Falltüren ziemlich geil. Ich zeige euch das Haus nochmal von außen, denke ich. So, auf jeden Fall haben wir dann hier noch so eine kleine Veranda nochmal drumherum, ziemlich geil.
Ich hole nochmal ein paar Kartoffeln tatsächlich und hier ist mein Creeper explodiert. Das war ein ganz schön krasser Creeper, glaube ich. Naja. Auf jeden Fall haben wir dann hier erstmal so eine kleine Starterbase gebaut. Einfach damit man hier so einen Punkt hat, wo man dann auch schlafen kann und die ganzen Sachen lagert und so. Sieht, finde ich, eigentlich ganz nice aus und ist auch so ein bisschen dschungelmäßig gebaut, einfach, finde ich. Vor allem, ich finde die Fenster, wie gesagt, richtig geil. Gefällt mir insgesamt ziemlich gut eigentlich. Und unten im Keller ist dann halt das Höllenportal. Und hier vorne soll dann halt der Freizeitpark entstehen. Hier sollen alle möglichen Sachen hin, die halt theoretisch nicht so vom Stil her in das andere Gebiet passen, weil das ja schon sehr mittelalterlich so mäßig ist. Und hier sollen dann halt Achterbahnen hin, hier sollen Eislaufbahnen quasi hin, hier sollen die ganzen Pixelarts hin. Ich mache nämlich eigentlich richtig gerne Pixelarts und die sollen hier halt alle hin und man soll sich die angucken können und ein riesiger Turm soll hier hin und Skin-Statuen und sowas, das soll hier alles hin. Und ja, da mache ich jetzt hier im Moment quasi den Platz dafür, weil hier war nämlich auch mal ein riesiger Hügel. Das habe ich alles abgebaut und dann, naja, man sieht ja, was daraus geworden ist, so mehr oder weniger. Deswegen ist hier übrigens auch der Beacon, damit ich hier schneller abbauen kann. Und hier auch, hier soll es halt einen großen Springbrunnen geben in der Mitte und was weiß ich nicht alles. Und das soll hier halt auf jeden Fall alles hin und das wird das größte Projekt. Oh, da geht's wieder los. Ja, mal nochmal kurz Pause, ne? So, ist glaube ich vorbei. Hier soll auf jeden Fall dann halt dieser riesengroße Freizeitpark hin und das wird glaube ich das größte Projekt tatsächlich, was ich... das könnte schon auf jeden Fall das größte alleinstehende Projekt sein, was ich jemals in Minecraft gebaut habe. Oder im Survival zumindest, weil allein so eine riesige Holzachterbahn wäre natürlich super krass. Und wenn man da jetzt noch diese ganzen Pixelarts dazu nimmt, die ich bauen möchte und was ich nicht alles für den habe. Also wie gesagt, Skin-Statuen, so eine Wasserbahn, eine Gruselbahn und ein Spiegelkabinett und sowas alles. Solche coolen Sachen sollen hier halt alle hin. Und die ganzen Minigames, die man so in Vanilla bauen kann quasi, die sollen hier alle herkommen. Das wird halt, denke ich, einfach sehr lange dauern. Aber ich glaube, wenn man hier immer hin und wieder ein bisschen was dran baut, dann wird das auf jeden Fall was. Und ansonsten würde ich sagen, das war's eigentlich soweit. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze in weiteren 6 Monaten aussieht. Dann wäre es ja ein Jahr her. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch spiele, ob ich da noch was auch immer YouTube mache. Keine Ahnung, man weiß es nicht, ne? Aber es wäre auf jeden Fall nice, wenn wir dann nochmal hier in diese Welt zurückkommen würden. Ja, vielleicht mache ich zwischendurch aber tatsächlich nochmal so ein Update. Mal gucken. Vielleicht 10 Monate oder sowas. Mal gucken, wie gesagt. Oder ein Dreivierteljahr könnte man ja auch machen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag 6 Monate in die Kommentare. Ich glaube, das macht eh keiner, aber vielleicht schaut es ja echt jemand bis hier, lol. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.